Habe ich einen Anspruch auf einen Kita-Platz? Habe ich einen Anspruch auf einen Kita-Platz in meiner Wunsch-Kita? Was kann ich selbst tun, um einen Kita-Platz zu bekommen und wie verhalte ich mich, wenn ich gar keinen bekomme? Was mache ich eigentlich, wenn ich einen Kita-Platz bekomme, aber viel zu spät oder zu völlig unzumutbaren Bedingungen? All diese Fragen möchte ich Ihnen gerne beantworten, in aller Kürze, gleich nach dem Intro. Schönen guten Tag, welcome to my channel. Mein Name ist Marvin McKay, ich bin Rechtsanwalt und wenn Sie diesen Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann wäre jetzt die Gelegenheit, wenn Sie Interesse an solchen Rechtsthemen haben. Kommen wir auch schon zur ersten Frage. Haben Sie einen Anspruch auf einen Kita-Platz? Die Antwort lautet nein. Okay, die Antwort lautet aber nur nein, deswegen, weil nicht Sie diesen Anspruch haben, sondern Ihr Kind. Ich wollte einfach mal ein bisschen klug schnacken. Nach § 24, 8 des Sozialgesetzbuch steht drin, jedes Kind hat einen Anspruch auf frühkindliche Erziehung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege. So, das heißt also, der Anspruch besteht natürlich. Die zweite Frage ist, haben Sie einen Anspruch auf einen Platz in Ihrer Wunschkita bzw. Ihr Kind? Und die Antwort lautet jein. Grundsätzlich haben Sie einen Anspruch in Ihrer Wunschkita, aber nur solange Plätze vorhanden sind. Verständlicherweise, weil die Räumlichkeiten das in manchen Kitas gar nicht hergeben. Das heißt also, wenn 10 Plätze zur Verfügung stehen und Sie stehen an 15. Stelle, kriegen Sie diesen Platz nicht mehr und können ihn auch rechtlich nicht durchsetzen, denn nur solange die Plätze vorhanden sind, haben Sie auch einen Anspruch. Gut. Tja, dann ist natürlich die nächste Frage, was kann ich selbst tun oder was können Sie selbst tun, um einen Kita-Platz zu bekommen? Das ist eigentlich ganz einfach. Nehmen Sie den Hörer in die Hand, rufen Sie Ihre Wunschkita an, sämtliche Kitas, die für Sie in Betracht kommen, machen Sie dort Termine, Besichtigungstermine. Okay, da ist schon der nächste Termin. Melden Sie sich über das Online-Portal an oder lassen Sie sich auf die Warteliste setzen. Also es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, die Sie selbst auch wahrnehmen können. Das sollten Sie auf jeden Fall auch tun. Und wenn Sie merken, dass Sie keinen Platz in einer Kita bekommen, wenden Sie sich auf jeden Fall an das Jugendamt. Das Jugendamt ist dazu verpflichtet, Ihnen zu helfen. Eigentlich sogar dazu verpflichtet, Ihnen einen Kita-Platz anzubieten. Ja, also versuchen Sie es in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, wenn Sie alleine nicht weiterkommen. Sollten Sie vom Jugendamt einen Ablehnungsbescheid bekommen, so nach dem Motto, ja, wir haben im Moment leider keinen Kita-Platz, lassen Sie sich das nicht gefallen. Gegen diesen Ablehnungsbescheid bestehen immer Rechtsmittel. Das heißt, Sie können einen Widerspruch einlegen und wenn auch dieser Widerspruch irgendwie, wenn dem nicht abgeholfen wird, können Sie klagen gegen den Widerspruchsbescheid, der dann ergeht. Das bedeutet, selbst da sind Sie nicht machtlos. Ja? Das ist natürlich die große Frage, was machen Sie in der Zwischenzeit, während das ganze Verfahren läuft, ist ein bisschen ärgerlich, aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeiten, hier nach Alternativen zu gucken. Sie können natürlich Tagesmütter engagieren, private Kindergärten oder es gibt auch Kinderhotels, das klingt immer irgendwie, finde ich, ein bisschen befremdlich, aber auch Babysitter, das sind alles Möglichkeiten, die Sie sozusagen natürlich erstmal vorübergehend in Erwägung ziehen sollten, wenn das Kind auf jeden Fall irgendwie untergebracht werden muss, weil Sie berufstätig sind oder was auch immer. Und dieser Kita-Rechtsanspruch oder diesen Kita-Rechtsanspruch, den Sie haben, der wandelt sich dann nämlich automatisch in einen Kostenerstattungsanspruch um. Das bedeutet, das Geld, das Sie jetzt verauslagt haben, um Ihr Kind erstmal unterzubringen, Sie haben einen Anspruch darauf, dass Ihnen das Geld am Ende dann erstattet wird. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Auch eine sehr interessante Geschichte. Was ist eigentlich für den Fall, dass mir ein Kita-Platz erst verspätet angeboten wird oder an einem Ort, der für mich nur schwer zu erreichen ist, also zu unzumutbaren Bedingungen? Und da möchte ich auf eine Entscheidung des ULG Frankfurt am Main zu sprechen kommen. Das fand ich sehr interessant, habe ich gerade gelesen. Und zwar hat dort eine junge berufstätige Mutter den Landkreis verklagt auf Schadensersatz, Verdienstausfall. Und zwar folgender Hintergrund. Sie hat rechtzeitig, entweder schon während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, den Bedarf angemeldet und hat gesagt, ich brauche in einem Jahr für mein Kind einen Kita-Platz. Und irgendwie hat da jemand geschlafen beim Landkreis. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, wie das passiert ist. Am Ende wurde ihr dann ein Platz oder dem Kind einen Platz angeboten, aber viel zu spät und dann auch an einem Ort, wo sie erstmal mit dem Auto eine halbe Stunde gebraucht hat, um da überhaupt hinzukommen, ohne Berücksichtigung von Rush-Hour und Staus und sonst irgendwas. Das heißt also, morgens vom Wohnort zur Kita eine halbe Stunde mit dem Auto und von der Kita zum Arbeitsplatz, weil sie ja berufstätig war, nochmal 50 Minuten. Die war also jeden Morgen eine Stunde, anderthalb Stunden unterwegs mit dem Auto, nur um an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Ja? Und dann konnte sie am Ende ihren Job nicht so machen, wie sie
also wie es vertraglich vereinbart war, und hat dadurch einen Verdienstausfall zu beklagen. Und da hat tatsächlich das OLG Frankfurt ihr einen Verdienstausfall von 23.000 Euro zugesprochen gegen den Landkreis. Und das fand ich doch schon echt eine sehr interessante Entscheidung. Und auch daran, Sie sehen, Sie sind hier nicht schutzlos, rechtlos oder was auch immer. Sie können das Zepter selbst in die Hand nehmen. Sie kennen ja den Spruch, Sie sind Ihr eigener Kapitän auf Ihrem eigenen Schiff. Ja. Nehmen Sie das Zepter in die Hand und machen Sie was. Lassen Sie sich das nicht gefallen, wenn man Sie da abspeisert. Also Kita-Platz dieses Jahr sieht ganz schlecht aus. Das würde ich nicht mitmachen. Sie haben also alle Möglichkeiten. Okay, ich wollte mich hier kurz halten. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp geben. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie es einfach in die Kommentare. Die werde ich auf jeden Fall beantworten. Wie gesagt, wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie mir ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.